Hallo Leute und ganz willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder einen Stallvlog für euch. Wir haben nämlich wirklich ganz, ganz tolles Wetter. Die Sonne scheint, es ist richtig angenehm. Auch so, dass keine Viecher aggressiv sind. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich euch heute nochmal ganz ausgiebig hier am Stall mit. Es wird einen ganz, 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 ganz großen Stallvlog für euch geben. Und was macht man bei so einem schönen Wetter? Richtig, man geht eine Runde ausreiten und das machen wir heute. Ich bereite jetzt noch ganz fix für Vicky einmal hier ein Futter nach dem Reiten vor. Und zwar bekommt er heute mal wieder ein Mesh. Ich habe hier das übrigens von Semhof. Und zwar ist das das Mesh Darmaktiv. Und dazu gibt es noch einmal hier von Heilkraft das Hagebuttenpulver oben drauf. So, ein bisschen was. So, für den Fellwechsel. Muss ich noch einmal ganz kurz Wasser kochen fürs Mesh. Okay, rein damit. Dann kann das nämlich jetzt ganz gut ziehen, während wir eine Runde ausreiten. Der Vicky steht unten auf der Koppel. Guten Tag. Gucken Sie mal. Ja, Möhre. Bitte schön. Sack. Hello, mein Schatz. Oh, fliegen. Da, schlüpfen wir da rein. Zack. So. Deine Hand aufhalftern. So. Na komm, geh mal. Ich habe mir gedacht, dass wir heute wirklich eine große Runde ausreiten gehen. Eine super schöne große Runde, wo man auch echt viel schön galoppieren kann. Das wäre jetzt zumindest heute mal der Plan. Ich hoffe, der geht sich auch aus. Da hat sich schon wieder eingesaut. Jetzt ist bei uns wirklich eigentlich nirgendwo Matsch im Stall. Aber der gute Herr findet wirklich immer einen Platz auf der Koppel, wo er sich in den Dreck reinschmeißen kann. Leute, jetzt kommt der allerbeste Lifehack für diese Hufschuhe. Die sind übrigens von Scoot Boots. Haben wir jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Die sind wirklich gut. Und um das hier zuzubekommen, kann man hier einfach reinfahren und das mit dem Hufauskratzer hier drüber ziehen. Das geht nämlich total mit einer Hand total easy. Das kann man einfach nehmen. Vor allem, wenn sie noch neu sind, ist das oft ein bisschen streng. Also mit einer Hand ist es ein bisschen schwieriger. Aber das ist echt, müsst ihr mal ausprobieren. Dann sind die richtig gut zu. Jetzt komm. Wir sind jetzt unterwegs und ich freue mich jetzt wirklich riesig auf diese Runde. Die sind wirklich super, super schön zu reiten und vor allem hat sie eben ganz, ganz coole Galoppstrecken. Und der Vicky, glaube ich, ist heute auch richtig motiviert, weil es auch nicht zu heiß ist. Es ist echt total angenehm. Er bestimmt jetzt wunderschön. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be fair. Okay. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. That's so awful, Vicky. Okay, wir sind jetzt in dem Geländebereich, wo ich auch hin wollte, weil Leute, hier ist es so schön. Schaut euch das Wetter an. Ich liebe es hier einfach. Aber wir mussten dadurch eine kleine Ortschaft durch. Und jetzt findet er jedes Mal ein bisschen gruselig. Vor allem, jetzt ist uns gerade ein Pärchen entgegengekommen mit einem Kinderwagen. Also dieser Kinderwagen, ja, der hat echt gedacht, ja, der Kinderwagen, der frisst mich, hat er wirklich gedacht. Er bleibt doch Gott sei Dank brav. Also er macht keinen Blödsinn wie umdrehen oder steigen oder weghupfen. Er bleibt bis immer ganz geschockt stehen, muss dieses Teil dann anschauen und wenn er dann merkt, okay, keine Gefahr, dann können wir dran vorbeigehen. Und jetzt kommt dann gleich meine lange Galoppstrecke und die ist so cool, weil die ist wirklich lang. Die geht so ein bisschen bergauf, über Feldwege und auch durch den Wald. Das ist wirklich ein
komplettes Stück und ich packe euch jetzt diese ganze Galoppstrecke einfach ungeschnitten rein. Es dauert schon ein bisschen länger, aber die ist wirklich so schön, die ist so lange. Los geht's! Erst geht die Galoppstrecke hier so cool den Berg rauf und er ist schon ein bisschen steiler, deswegen ist das auch echt anstrengend für den Vicky. Richtiges Popo-Training. Super! Ja, zieh nur durch! Und dann geht's weiter auf einen schönen Feldweg. Langsam bitte. Du bist aber heute ganz schön schnell unterwegs. Langsam. So Power. Ich glaube schon. So, und jetzt noch ein Stück durch den Wald. Langsam. So. Ui, so jetzt gehen wir rechts. Brava Bub. Hoi, sag's euch. Ich glaube, es sind diese Galoppstrecke noch nie so schnell raufgaloppiert wie heute. Ey, Vicky war sehr gut drauf. Er bleibt wirklich immer super brav und handelbar. Aber er hatte heute echt Tempo. Ich glaube, das waren jetzt keine 2 Minuten, was wir darauf gebraucht haben. Deswegen legen wir jetzt auch eine Schrittpause ein, obwohl wir eigentlich hier sonst auch immer direkt einmal raufgaloppieren. Aber jetzt wollen wir beide mal kurz ein bisschen verschnaufen. Und ich liebe diesen Geländebereich hier einfach wirklich. Und jetzt sind wir wirklich ganz oben am Berg. Hier hat man ganz, ganz tolle Aussicht. Und jetzt reiten wir dann gleich den Berg wieder, den Steinberg wieder runter. Und das ist natürlich ein optimales Training für Rücken und Po. Schaut euch diese Aussicht an. Ich glaube, das kommt im Video gar nicht so cool rüber wie in echt. Aber wir sind jetzt wirklich weit oben. Jetzt reiten wir hier noch kurz ein Stück durch den Wald. Und dann geht es wieder nach unten. Achtung, Baum. Ui. Voll durchgeritten. Ich sehe immer voll viele, die mit dieser Außenkamera filmen und fotografieren, weil da kann man diesen Weitwinkel einstellen. Bloß, ich sehe halt jetzt null, wo ich hinfilme. Ne? Also ich gucke so in die Kamera, ich vermute mal, ich bin drauf, aber wie viel? Ob bloß Kopf oder auch ein bisschen was vom Sattel oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall reiten wir jetzt gerade wieder komplett den Berg nach unten und wir müssen tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, weil es hat die letzten Tage viel geregnet und da geht es jetzt schon ja, etwas steiler runter. Es ist alles ein bisschen matschig und schlierig von dem ganzen Schlamm, den es da runterspült. Aber das bekommen wir schon hin. So, jetzt sind wir dann gleich wieder zu Hause. Noch ungefähr so knappe 10 Minuten, würde ich sagen. Und dann war das echt eine super schöne Runde, mein Schatz. Ja, gibt's Essen. Essen. Macht ihr das immer weg nach dem Reiten, den Sattelabdruck, wenn das Pferd ein bisschen geschwitzt hat, dass das Pferd mir so schön ist? Ich mache das tatsächlich fast immer. Nicht jedes Mal, aber wenn ich Zeit habe und er eh gerade frisst, dann ja, mache ich das immer weg. Da schlägt die Reste vom Mäschen raus und dann geht sie da runter in den Stall. Kannst du da auf die Koppel gehen. Ja. Wir sind jetzt auch schon fertig. Ich habe jetzt wirklich einmal nochmal geputzt. Er hat sein Mäsch gemampft und er ist gar nicht auf die Koppel gegangen, sondern er ist in seine Hütte gegangen und frisst hier jetzt ganz genüsslich noch sein Heu. Ja, ich werde jetzt alles aufräumen, zusammenpacken und dann muss ich eh los, weil ich habe jetzt nämlich bald einen Termin. Der Vicky weiß schon, was es jetzt noch gibt. Du bist so ein Quatschkopf, also wirklich. Weil er bekommt natürlich ein paar Abschiedsgoodies. Das schau mal. Weil du so toll heute warst, du warst ganz toll. Kannst du den restlichen Tag genießen, Sonne genießen, auf der Koppel oder eben hier in deiner Hütte, gell?
jetzt für heute fertig. Habe jetzt noch mal einmal alles aufgeräumt. Das war heute wirklich so ein schöner Stahlflug. Aber am Ende ist mir ein bisschen die Zeit davon gelaufen, weil ich habe jetzt nämlich gleich einen Termin. Ich muss jetzt ganz schnell nach Hause düsen, mich einmal fertig machen, falsch machen und dann dahin fahren. Und genau. Aber das war's dann mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin. Tschüss!